Ladies and gentlemen, dear colleagues, I'm very happy to welcome to our conference Learning English in a Continuum from Primary to Secondary Education, which takes place here at the Zentrum für Medien und Bildung in Düsseldorf. Our Minister of Education, Mrs. Barbara Sommer, who intended to be with us today, sends her best regards. Unfortunately, she cannot be present today due to other obligations. At the same time, I am more than pleased to be part of today's conference. Being trained in sciences, I am familiar with phenomena to transition, like the transition from gases to liquid phases. These transitions underlie specific state variables like pressure, temperature, chemical composition, and magnetic field intensity. Phase limits and chemical transitions can therefore be easily determined. Unfortunately, the transition from primary to secondary education in the field of learning English as a foreign language is not subject to specific and easily identifiable variables and conditions. Especially with the introduction of English as first foreign language in our schools, at the beginning of year one, it has become more and more difficult for our teachers in primary and secondary education to define the relevant variables that describe the process of transition. Therefore, these variables call for further clarification. The process of transition from primary to secondary education can only be realized without any friction losses if these variables are being discussed and taken into consideration. Therefore, today's conference also aims at finding answers to questions concerning the further development of existing teaching routines and questions regarding foreign language learning in general. Und nun fahre ich in Deutsch fort. In Nordrhein-Westfalen beginnt der Fremdsprachenunterricht in der Fremdsprache Englisch in Klasse 1. Damit gehört Nordrhein-Westfalen neben Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Brandenburg zu den Vorreitern in Deutschland. Unsere Entscheidung für einen flächendeckenden frühen Fremdsprachenunterricht ab Klasse 1 basiert auf gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Diese Erkenntnisse sollen auch die Grundlage der gemeinsamen Tagung bilden. In einer globalisierten Welt gehören Sprachkenntnisse in mehreren Sprachen zu den Schlüsselqualifikationen junger Menschen. Die Europäische Union und der Europarat empfehlen daher, die Mehrsprachigkeit schulisch zu fördern und schon durch frühes Lernen einer ersten Fremdsprache anzubahnen. In vielen Ländern Europas wird daher gegenwärtig der Beginn der ersten schulischen Pflichtfremdsprache weiter vorverlegt. Der Fremdsprache Englisch kommt daher als internationaler Kommunikationssprache eine besondere Bedeutung zu. Fremdsprachenlernen ist kinderleicht. Dies belegen Erkenntnisse aus der Hirnforschung zur Neuroplastizität, zu kritischen Perioden und zur Sprachentwicklung. Die Spracherwerbsforschung liefert hier wichtige Beiträge zur Förderung des frühen Fremdsprachenlernens. Fremdsprachenlernen kann aber nur dann kinderleicht und mühelos zu erlernen bleiben, wenn auch die schulische Praxis diese Ergebnisse des frühen Fremdsprachenerwerbs berücksichtigt. Dazu gehören folgende Prinzipien. Erstens, der Unterricht in der Fremdsprache
orientiert sich an den speziellen Voraussetzungen und Bedürfnissen der Altersgruppe. Zweitens, der Unterricht fördert aktives sprachliches Handeln. Die Kommunikation in der Fremdsprache findet in für Kinder herausfordernden Situationen und mit für Kinder bedeutsamen Inhalten statt. Drittens, die Kinder erfahren die Sprache als Werkzeug zur Verständigung und können sie in realen Kommunikationssituationen anwenden. Viertens, der Unterricht folgt dem Grundsatz Fluency before Accuracy. Im Vordergrund steht die kommunikative Leistung, nicht die absolute sprachliche Korrektheit. Durch behutsamen Umgang mit Fehlern wird zugleich die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu aktivem, eigenständigen Sprachenhandeln aufrechterhalten. Der Englischunterricht in der Grundschule ist dabei keine Miniaturausgabe des Unterrichts in der Sekundarstufe 1. Es handelt sich um ein Angebot eigener Art und ermöglicht ein an den Bedürfnissen und Entdeckungen der Grundschulkinder orientiertes Fremdsprachenlernen. Der frühe Beginn nutzt vor allem die besonderen Potenziale junger Lerner, ihre Unbefangenheit und Interesse Neuem gegenüber, ihre Spontaneität und ihr großes Mitteilungsbedürfnis, ihre Freude am spielerischen Umgang mit Sprache und ihre hohe Bereitschaft zum Imitationslernen. Und besonders ihre Unbekümmertheit, mit der sie, ohne Angst vor Fehlern, mit der Sprache experimentieren und konstruieren. Der Englischunterricht in der Grundschule legt ein wichtiges Fundament für späteres Sprachenlernen in den weiterführenden Schulen und über die Schule hinaus. Er schafft zugleich Nachhaltigkeit, indem er die Potenziale der Schülerinnen und Schüler voll ausschöpft und für das aktive Sprachenlernen nutzbar macht. Der Englischunterricht der Grundschule legt ein stabiles und nachhaltiges Fundament für weiteres Sprachenlernen. Darüber hinaus leistet er einen wichtigen Beitrag zum interkulturellen Lernen. Er fördert sprachliches Bewusstsein in der Fremd- und Muttersprache. Er veranschaulicht kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede und macht neugierig auf die Begegnung mit fremden Kulturen und Sprachen. Damit ist er wichtige Voraussetzung für ein gelingendes Miteinander verschiedenster Kulturen, auch in unserer Gesellschaft. Der neue Grundschullehrplan für das Fach Englisch ist seit Schuljahresbeginn in Kraft. Er berücksichtigt diese Prinzipien und Überlegungen. Wie der Kernlehrplan der Sekundarstufe 1 orientiert er sich an den gemeinsamen Kriterien zur Kompetenzbeschreibung des europäischen Referenzrahmens. Am Ende der Klasse 4 entsprechen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler dem Niveau A1 des europäischen Referenzrahmens, wobei in den Bereichen Hörverstehen, Sprechen diese Stufe sogar überschritten werden kann. Die konkreten Kompetenzerwartungen für das Ende der Klasse 4 ermöglichen einen nahtlosen Übergang in die weiterführenden Schulen. Sprachenlernen soll Spaß machen, aber auch anzustrebende Kompetenzen systematisch ausbauen. Um eine Nachhaltigkeit dieser früh erworbenen Kompetenzen zu gewährleisten und zugleich die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu erhalten, ist die Zusammenarbeit von Grundschulen und weiterführenden Schulen unabdingbar. Fremdsprachenunterricht in Nordrhein-Westfalen ist eine gemeinsame Aufgabe aller Schulformen. Alle Lehrkräfte, die Englisch unterrichten, müssen über die Inhalte, die Methoden, Kompetenzerwartungen und Leistungskriterien der anderen Schulformen informiert sein. Es soll und darf keine Schnittstelle geben, die die Trennung der beiden Lernbereiche markiert, sondern eine Anschlussstelle,
die die Lernabschnitte verbindet und an der enge Kooperation für einen kontinuierlichen Lernprozess sorgt. Wie in einem Staffellauf sind die Grundschulen für einen guten Start in erfolgreiches Fremdsprachenlernen verantwortlich. Durch qualifizierte Lehrkräfte und einen anspruchsvollen Unterricht, der die Möglichkeiten des Lehrplans voll ausschöpft, können die Kompetenzen dabei schon auf den ersten Metern systematisch angesteuert und vorangebracht werden. Die weiterführenden Schulen sind dafür verantwortlich, zur rechten Zeit diese Kompetenzen aufzugreifen, ernst zu nehmen und weiter auszubauen. Erfolgreich kann Fremdsprachenlernen nur sein, wenn der Staffelstab dabei von beiden Seiten verantwortlich übergeben wird und Störungen bei der Übergabe vermieden werden. Die weiterführenden Schulen müssen dazu den Kindern die Möglichkeit geben, ihr schon erworbenes Können im Unterricht anzuwenden. Die neuen Voraussetzungen, die sich durch den Fremdsprachenfrühbeginn ergeben, sollten auch als Chance gesehen werden. Sie bieten die Chance, auch in den weiterführenden Schulen einen stärker altersgemäßen, interessanten und anspruchsvollen Unterricht zu gestalten. In einem Staffellauf kann man nur zum Ziel gelangen, wenn alle Teampartner kooperieren und auf ein gemeinsames Ziel zusteuern. Im schulischen Fremdsprachenunterricht kann nur eine gelungene Kooperation beider Schulformen einen sanften Übergang und damit die Nachhaltigkeit des frühen Fremdsprachenlernens sicherstellen. Der Erfolg gibt uns hier recht. Die vom Ministerium in Auftrag gegebene Studie Englisch in der Grundschule in den Jahren 2005 bis 2007 konnte zeigen, dass bei allem notwendigen Optimierungsbedarf in einzelnen Bereichen der Englischunterricht in der Grundschule grundsätzlich erfolgreiche Ergebnisse vorweisen kann. Noch immer gibt es Bedenken, Vorbehalte, Fragen, Missverständnisse und Unsicherheiten auf beiden Seiten der Schulstufen, wie auch auf Seiten der Elternschaft. Diese Unsicherheiten und Ängste sind ernst zu nehmen. Denn Grundschullehrkräfte beschreiten hier ein völlig neues Terrain. Und auch die weiterführenden Schulen sind nicht gerade begeistert, dass sich die Freude des Neuanfangs nun scheinbar, eingebüßt haben und fürchten um die Qualität des Fremdsprachenunterrichts. Die heutige Tagung soll dazu dienen, Unsicherheiten abzubauen. Sie soll Kolleginnen und Kollegen der Grundschulen und weiterführenden Schulen motivieren, ihre enge Zusammenarbeit erfolgreich fortzusetzen. Die Tagung bietet Ihnen allen heute Gelegenheit, Zweifel, Bedenken und Fragen einem Expertengremium vorzulegen. Dass Ihnen hier nun dann anschließend Rede und Antwort stehen wird. Wir haben die Redezeit unserer wissenschaftlichen Gäste sehr begrenzt, um Ihnen im Anschluss ausreichend Gelegenheit zu geben, Ihre Anliegen voranzubringen und ins Gespräch zu kommen. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, sich mit zahlreichen von Experten aus Wissenschaft und Praxis vorgestellten Themen eingehender zu befassen. Diese Tagung soll eine Initialzündung sein. Weitere Veranstaltungen werden folgen. Wir wollen aber heute schon Vertreter aus Wissenschaft, Lehrerausbildung, Fachaufsicht und Ministerium bitten, zum Abschluss der Tagung aus Ihrer Sicht notwendige Handlungsperspektiven und weitere Schritte aufzeigen. Zur Umsetzung dieser Schritte sind Sie dann alle herzlich eingeladen. Abschließend möchte ich Ihnen allen herzlich für Ihre Bereitschaft und Ihr Engagement danken, an dieser heutigen Tagung mitzuwirken und damit aktiv dazu beizutragen, das Lernen der ersten Fremdsprache Englisch als Kontinuum
von der Primarstufe zur Sekundarstufe 1 zu begreifen. Durch gelungene Kooperation aller Beteiligten können wir Schülerinnen und Schülern schon früh fremdsprachliche Kompetenzen, interkulturelles Bewusstsein und eine nachhaltige Lernmotivation vermitteln. Diese Schlüsselkompetenzen sind nicht nur Voraussetzung für einen gelungenen Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe 1, sondern auch für die Ausbildung mehrsprachiger Profile und damit für eine erfolgreiche und aktive Teilnahme unserer Schülerinnen und Schüler an einem Leben in einem zusammenwachsenden Europa. Herzlichen Dank.